Über Skype bin ich jetzt mit Ferdinand Dudenhöfer verbunden. Der Wirtschaftswissenschaftler ist Direktor des Center for Automotive Research und gilt als der führende Autoexperte Deutschlands. Einen schönen guten Abend. Grüß Gott. Herr Dr. Dudenhöfer, Bundeskanzler Karl Nehammer will sich für einen grünen Verbrenner mit E-Fuels einsetzen. Aber will das die Automobilindustrie überhaupt? Das ist ganz eine kritische Frage. Es gibt welche, die mögen das, zum Beispiel Porsche. Da hat man das Thema hochgebracht und deshalb hat man ja in der EU jetzt diesen Zwist ausgelöst, der hoffentlich jetzt bald geklärt wird. Also E-Fuels wird es geben, so sieht es aus, aber die Bedeutung ist nach meiner Einschätzung gering. Schlecht ist, dass vieles jetzt wieder verunsichert ist, denn gehen wir wirklich nach 2035 absolut in die verbrennungslose Zeit rein oder öffnen wir da sowas wie eine Büchse der Pandora, dass jetzt wieder viele vermuten, eher was langsamer in die Zukunft zu gehen. Wer weiß, wie 2035 und danach aussieht. Wer weiß, ob es wirklich reine E-Fuels sind. Vielleicht sind es auch zugemengte E-Fuels, die man hat. Also es wird wieder viel aufgemischt und das ist schlecht für Investitionssicherheit. Aber warum ist es aus Ihrer Sicht besser, jetzt schnell zu entscheiden, wenn die Automobilindustrie sagt, vielleicht gibt es ja Kundinnen und Kunden, die wollen E-Fuels, auch wenn der Markt vielleicht gering dafür ist. Warum ist es besser, aus Ihrer Sicht, die ganz zu verbieten und komplett auf Elektromobilität zu setzen? Also es ist nicht die ganze Automobilindustrie, sondern eigentlich hat es angefangen mit Porsche und jetzt hat sich BMW so ein bisschen mit dazugesellt. Vorher war BMW auch in dieser Richtung, 2035 der Nachgeber, voll elektrisch in die Zukunft. Schauen Sie, wenn wir die Weltmärkte anschauen, dann wissen wir, dass China 100% elektrisch unterwegs sein wird. Das ist der größte Markt der Welt. In den USA sehen wir was Ähnliches und dann bleibt Europa übrig als so eine kleine Insel. Und das ist eher schlecht. Denn die preisgünstigeren Fahrzeuge, Elektroautos aus China, die werden noch stärker nach Europa kommen. Und die Europäer, die müssen jetzt beides machen oder werden einige beides machen. Also ihr Geld aufspalten in Verbrenner ein Stückchen weiter und zum anderen in das batterieelektrische Auto. Das ist der erste Grund. Und der zweite Grund, die Energiebilanz von Fuels, von E-Fuels ist wirklich grauslich. Also sie werfen viel Energie weg, grüne Energie weg, nur um zu tanken. Und dann haben sie einen Verbrennungsmotor, der ja weiterhin Abgase bringt in großen Städten wie zum Beispiel Wien. Und das muss nicht das Ideale sein. Jetzt sagen Sie ja, dass der Markt ohnehin in Richtung Elektromobilität geht, weil Elektroautos auf Dauer günstiger sein werden, E-Fuels recht teuer sein werden. Aber wenn der Markt das entscheidet, warum muss das dann die Politik regeln? Der Markt kann es entscheiden, aber wir wissen, dass es zu 100% in das batterieelektrische Auto geht. Und jetzt kann man den Markt entscheiden lassen, aber der Markt, der tastet sich ja immer in die Zukunft und der Markt macht ja natürlich auch Fehler. Und diese Fehler, wenn man weiß, dass die kommen, die kann man natürlich ausblenden und sagen, okay, jetzt gehen wir wirklich, so wie Elon Musk, zu 100% ins Elektroauto. Schauen Sie, vielleicht ist auch ein Thema, dass man so ein bisschen Angst hat vor der Entwicklung von Elon Musk und Tesla. Man ist heute mit 1,3 Millionen Fahrzeugen letztes Jahr mit 17% Marge, mit 17% Gewinnmarge dabei, alle anderen zu überholen. Und möglicherweise ist das ein zusätzliches Argument, dass man da so ein bisschen bremsen will. Es ist falsch, denn der Abstand zu den Teslas und den Chinesen wird größer werden und es hilft wenig. Deshalb macht es Sinn, sich, wenn es kommt, zu 100% darauf zu konzentrieren. Und deshalb macht es Sinn, dieses Verbot zu machen. Aber jetzt ist es eben wieder aufgeweicht. Die Automobilbranche in Europa war lange Zeit sehr, sehr stark, auch am Weltmarkt sehr beherrschend. Sie haben schon angesprochen, bei den Elektroautos dominieren aber vor allem China und die USA. Warum hat die europäische Autobranche diesen Trend so verschlafen? Man ist dabei, genauso wie die Toyotas und die Hyundai Kias oder die General Motors und die Fords, in dieses Thema reinzugehen. Und alle hatten ja gesagt, bereits vor 2 Jahren, wir wollen in 100%iges elektrisches Fahren reingehen, weil es einfach praktikabler ist und weil es einfach umweltfreundlicher ist für den Pkw-Bereich. Und jetzt baut man es wieder auf und das ist eigentlich schlecht, denn dadurch verliert man Abstand zu den Amerikanern bzw. zu Tesla und zu den Chinesen.
ein Argument für E-Fuels, dass er immer auch unter dem Label der Technologieoffenheit segelt, ist ja, dass es momentan noch sehr teuer, momentan sehr schwierig in der Produktion ist, aber dass sich diese Technologie ja noch entwickeln könne, dass ja mit dem zunehmend billiger werdenden Strom durch Solarenergie vielleicht auch E-Fuels breiter einsatzfähig werden können. Warum überzeugt Sie das nicht? Also E-Fuels sind sicherlich gut für Flugzeuge, man kann sie verwenden für Ozeandampfer, vielleicht für LKWs, für Nutzfahrzeuge, aber schauen Sie, die Energieeffizienz, wenn Sie 100% grünen Strom haben und wandeln den um in E-Fuels und verbrennen den dann diese E-Fuels im Verbrennungsmotor, da haben Sie noch eine Effizienz von 20%, 15%, also Sie werfen 80% der Energie weg durch diese Umwandlungsprozesse, die man hat. Und Sie haben, wie gesagt, Abgase. Sie müssen die Motoren weiter mit Abgasen, mit teuren Abgasreinigungen in die Zukunft bringen. Und wenn ich das Elektroauto nehme, dann nutze ich die Energie, die grüne Energie, zu 90%, zu 85%. Das elektrische Auto, die Batterie entwickelt sich weiter, der Abstand bleibt, wird eher größer. Also wir gehen in was sich im Pkw-Bereich als wenig tragfähig herausstellen wird. Und deshalb macht es Sinn, gleich zu sagen, dann lass uns doch zu 100% genau in die Strategie reingehen, die passt, und nicht rumspielen und rumprobieren und viel Geld investieren, was sich später nicht mehr auszahlt, nicht mehr rentieren, nicht mehr amortisieren wird. Die Elektromobilität hat aber natürlich auch ihre eigenen Probleme. Da geht es einerseits um die wertvollen Rohstoffe für die Batterien, die noch immer sehr selten und sehr teuer sind, und gleichzeitig natürlich um die Verfügbarkeit des vielen Stroms, die man dafür braucht. 5 Millionen Autos gibt es in Österreich, die alle mit Strom zu betreiben, bedeutet eine enorme Belastung für die Netze. Schafft Europa diesen Wechsel zur Elektromobilität in wenigen 12 Jahren? Schauen Sie, 2035 heißt ja nur, dass die Neuwagen elektrisch sein sollten nach diesem Vorschlag. Und dann kommt der Auswechselprozess der Fahrzeuge, die heute auf der Straße sind, Stück für Stück zum Tragen. Das heißt, Sie müssen dann nochmal gut 20 Jahre, 15 Jahre rechnen, also bis 2050, um dann den ganzen Bestand von diesen 5 Millionen Fahrzeuge gewechselt zu haben. Ja, um Himmels Willen. Österreich, Deutschland, die EU wird es doch schaffen, in 30 Jahren entsprechenden Strom für Autos zur Verfügung zu stellen. Und nicht nur für Autos, sondern die Energie, die wir brauchen, die wächst ja exponentiell in allen Bereichen. Wenn wir das nicht schaffen, dann haben wir sowieso verloren in der Welt. All jene, die jetzt schon umsteigen wollen, haben aber noch ein Problem. Elektroautos sind zurzeit noch sehr, sehr teuer, vor allem im Vergleich zu vergleichbaren Modellen mit Verbrennermotoren. Bis wann rechnen Sie damit, dass Elektroautos tatsächlich auch für die Masse breit erschwinglich sind? Also in den nächsten 3-4 Jahren wird es so sein, dass es noch teurer ist, weil Kapazitäten für Batterieproduktion erst aufgebaut werden. Und da wird man es, wenn es wenige Batteriezellen gibt, die Batteriezellen teuer verkaufen. Zwischen 2025, 2030 kommt die sogenannte Feststoffzelle. Auch das macht die Batterien leistungsfähiger mit größerer Reichweite. Das heißt, um 2025, 2028 gehen wir davon aus, spätestens 2030, dass der Verbrenner als Benziner eher teurer sein wird als das Elektroauto. Sagt Automobilexperte Ferdinand Dudenhöfer in einem Gespräch, das wir vor der Sendung aufgezeichnet haben, und damit zur Innenpolitik.